Geht's dir auch gerade so? Bist du auch gerade in den Wechseljahren und grübelst viel und hast manchmal das Gefühl, es macht dich alles wahnsinnig? Ich bin nämlich gerade in die Wechseljahre gekommen oder schon vor ein paar Monaten und merke, da ist einiges los. Und genau deshalb möchte ich dir gerne ein paar Tipps geben, die du anwenden kannst, wenn du vielleicht auch merkst, dass dich manchmal deine Gedanken ganz schön strugglen, ja, gerade in den Wechseljahren passiert das nun mal. Wir stellen uns viele Lebenssinnfragen, ob das alles gut war, wie wir unser Leben gelebt haben, was wir vielleicht noch erleben möchten, ob wir Dinge verändern wollen, wie es uns insgesamt in unserem Leben geht. Ne? Das sind also Themen, die jetzt dran sind und die sind auch wichtig, denn wenn wir es uns nicht angucken, dann werden die Symptome schlimmer, weil wir dann unzufrieden sind. Und darum ist es wichtig, einfach auch im Blick hinter diese ganze Symptomatik zu schauen, die die Wechseljahre mit sich bringen. Es gibt einerseits ja die körperlichen Symptome, ne, wie Hitzewallungen und vielleicht auch, dass ihr oder dass du zunimmst, obwohl du das Gleiche isst, ja, der Stoffwechsel wird langsamer, dass es vielleicht Schlafprobleme gibt, Durchschlafprobleme, dass die Libido sich eben auch nicht mehr so zeigt, sondern dass wir also in eine gewisse Unlust kommen. Es hat eben alles was mit dem Hormonspiegel zu tun. Und hinzu kommt natürlich, dass wir leider manchmal auch ein bisschen crazy werden im Kopf und innerlich entweder eine Unruhe spüren, eine innere Aggression auch gegen uns selbst oder auf der anderen Seite auch eine Art Lethargie oder vielleicht auch eher so depressive Verstimmung. All das sind Themen, die uns in den Wechseljahren passieren können. Aber es gibt Hilfe. Und ich habe dazu auch einen Leitfaden erstellt mit vielen Tipps, die du anwenden kannst, die auch ganz einfach anzuwenden sind. Du findest den Leitfaden auf meiner Seite unter weiberzeit.de. Da kannst du dich zum Newsletter eintragen und dann bekommst du ihn kostenlos zugeschickt. Schau einfach mal vorbei. Heute möchte ich dir eine mentale Übung zeigen, die dir gut helfen kann, wenn du in so Gedankenspiralen rutscht, ja, und merkst, oh, du kommst da gerade echt total schwer raus und weißt nicht so richtig, ja, wie du rauskommen sollst, ne? Und da gibt es diese tolle Technik, das EFT, Emotional Freedom Technik, die uns immer sehr, sehr schnell helfen kann. Da habe ich auch schon einiges hier mal angeleitet. Heute möchte ich es nochmal tun. EFT kann man nicht oft genug klopfen sozusagen. Es ist also eine Klopfakupressur. Wir klopfen an unserem Körper verschiedene Punkte ab, die unseren emotionalen Zuständen zugeordnet sind. Und das hilft uns sehr, uns wieder selbst zu regulieren. Denn Selbstregulation ist das A und O in den Wechseljahren oder generell bei hormonellen Schwankungen. Hinzu kommt natürlich eine bewusste Ernährung, ja, und dass wir uns mit unseren Themen beschäftigen. Und eben auch gucken, dass wir bestimmte Vitamine und Nahrungsergänzungen zu uns nehmen oder vielleicht sogar Phytohormone, also natürliche Hormone. All diese Tipps findest du auch in meinem Kompass. Aber heute möchte ich dir gerne die Übung nochmal ans Herz legen, die du machen kannst, wenn du merkst, dass du irgendwie gerade so boah, ganz unzufrieden mit dir bist. Ja? Es geht also heute mal um das Thema Unzufriedenheit. Und das kann ja passieren, dass dir das gerade so geht, dass du innerlich unzufrieden bist und mit dir struggles. Und dann bitte ich dich, Folgendes zu tun. Stell dich oder setz dich hin, gucke, dass du gut und aufrecht sitzt. Wenn du es im Bett machst, ist es auch okay. Du kannst die Übung auch im Bett machen, bevor du früh loslegst. Dann brauchst du vielleicht kein anderes Morgenritual und startest doch schon ein bisschen mit mehr Leichtigkeit in den Tag. Es gibt so einen Selbstbestätigungspunkt und zwar ist der hier, ja, da wo diese Linie ist. Und da klopfst du einfach mal, damit fängst du an oder kannst du anfangen, klopfst das und sagst dir, trotz meiner inneren Aggression und Unzufriedenheit oder je nachdem, was da bei dir gerade oben zweigt und oben ist an Gefühlen, also trotz dieser inneren Unzufriedenheit liebe und respektiere ich mich, wie ich bin. Ich liebe und respektiere mich, wie ich bin, auch wenn ich gerade unzufrieden bin. Ganz wichtig, diese Selbstbestätigung immer wieder zurück zu dir. Du bist okay, so wie du bist. Deine Hormone spinnen gerade okay, machen dich wahnsinnig, ja. Und trotzdem bist du es wert, dass du dich liebst. Denn wenn du dich nicht liebst, können dich die anderen auch nicht lieben, weil dann bist du
dann strahlst du das ja auch aus und dann bist du nicht offen, ne? Und dann kommt das natürlich auch immer sofort in der Spiegelung mit anderen Menschen und in zwischenmenschlichen Beziehungen zum Vorschein. Okay, also damit startest du, kannst auch so machen mit dem Finger, je nachdem, was dir angenehm ist. Und du sprichst eben das Gefühl an, was da gerade an der Oberfläche ist. Vielleicht bist du traurig, vielleicht bist du innerlich unzufrieden, vielleicht bist du auch wütend, vielleicht bist du auch einfach nur müde. Guck mal, was da ist und dann sagst du dir eben, und trotz, dass ich gerade so unzufrieden mit mir bin, liebe ich, wie ich bin, liebe ich mich, wie ich bin. Und dann startest du auf dem Kopf oben hier am Kronenchakra und du sprichst immer ganz bewusst das Gefühl an. Also wichtig ist, dass du immer rauskriegst, wie du dich gerade fühlst. Ja? Also fühlen lernen ist das große Geheimnis beim EFT. Und manchen fällt es gar nicht so leicht zu fühlen. Ja? Wir können immer viel beschreiben, aber manchmal kommen wir gar nicht so richtig zur Essenz. Und das kann man gut lernen mit EFT. Also fühl mal rein, wie fühlst du dich gerade? Ich gebe jetzt einfach mal so ein paar Sachen vor und du kannst ja mitmachen. Ich fühle mich heute so unkonzentriert und zerzaust und irgendwie habe ich keinen Fokus und ich bin durcheinander. Genau, ich fühle mich durcheinander. Es kommt nämlich manchmal vor, dass man sich sehr durcheinander fühlt in den Wechseljahren. Ich fühle mich so durcheinander. Nächster Punkt, oben in der Mitte zwischen den Augenbrauen. Ich fühle mich durcheinander. Dass ich heute so durcheinander bin. Nächster Punkt, Schläfen. Oh, ich fühle mich irgendwie durcheinander. Und immer mal schön tief atmen. Der Atem hilft immer gleich ganz viel Emotionen loszulassen und einfach tiefer in so eine Entspannung zu kommen. Ich fühle mich durcheinander. Ich bin so unfokussiert. Ich habe so viel im Kopf und irgendwie auch gar nichts. Nächster Punkt unter den Augen hier, auf dem Jochbein. Ach, dass ich so durcheinander bin. Ich fühle mich durcheinander und bin irgendwie unkonzentriert. Ja, ich fühle mich unkonzentriert und durcheinander. Unter der Nase. Ach, dass ich so unkonzentriert bin. Ich fühle mich so unkonzentriert. In der Grube hier, zwischen Lippe und Kinn. Ah, ich bin so unkonzentriert und durcheinander und innerlich auch unruhig. Ich fühle eine innere Unruhe. Nächster Punkt, Herz. Mal tief ein- und ausatmen. Ein. Und aus. Die tantrische Atmung. Du weißt ja vielleicht, dass ich auch viel im Tantra unterwegs bin. Da werde ich also auch einige Übungen jetzt hier immer mal zeigen, die uns gut tun, die aus der tantrischen Richtung kommen. Also tiefe Atemzüge. Und dann gibt es hier auch nochmal so einen Selbstbestätigungspunkt. Ja, also hier so, da kannst du auch nochmal so mit beiden Händen raufklopfen und nochmal ansprechen, wie es dir gerade geht. Dass ich gerade so unkonzentriert bin. So unkonzentriert und so durcheinander. Und dann nimmst du entweder links oder rechts diesen Punkt und reibst da so ein bisschen und sagst dir wieder das, was wir uns am Anfang schon mal gesagt haben. Und auch wenn ich gerade unkonzentriert bin und mich in meiner Haut vielleicht gerade unwohl fühle, liebe und respektiere ich mich, wie ich bin. Wenn dir das mit dieser Selbstliebe noch ein bisschen zu viel ist, es fällt ja nicht jedem so leicht, das irgendwie auszusprechen, dann kannst du das auch ein bisschen umschreiben und zum Beispiel sagen, nehme ich mich an, wie ich gerade bin. Ich nehme an, dass es gerade eine etwas schwierige Zeit ist. Ich akzeptiere mich, wie ich bin. Genau. Dann legst du die Hände nochmal auf die Brust, atmest nochmal tief ein und aus. Kannst innerlich mit deinen Augen hochgehen zur Stirn und dir vorstellen, du schaust von innen durch die Stirn nach oben vorne und schaust dir was an, was dir Freude bereitet. Guck mal, was da kommt. Vielleicht kommt da irgendein Ort, den du magst. Vielleicht kommen da auch Pflanzen, Blumen,
Vielleicht kommt das Meer, vielleicht kommt eine Person, ein Wort. Schau da mal rein und guck mal, was dir da gerade erscheint. Und dann atme noch mal zwei, dreimal. Tief und vollständig. Und dann gehst du mit diesem hoffentlich leichteren Gefühl in deinen Tag. Kannst die Augen wieder öffnen. Ich freue mich, wenn du mir hier drunter postest oder schreibst, wie es dir gefallen hat. Wenn du mein Video natürlich auch weitersendest, wenn du mir folgst, wenn du dranbleibst. Es kommen weitere Übungen. Ich werde versuchen, einmal in der Woche hier was für dich zu machen. Und wie gesagt, der Wechseljahreskongress startet demnächst. Bleib auf dem Laufenden und folge mir. Ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit und vor allem jetzt einen ganz tollen Tag. Bis dann, deine Anne. Ciao.